Hallo Minecraft, willkommen zur 7. Folge Minecraft Sky Factory 2.5. Ja, wir geben jetzt gleich wieder ein bisschen Gas. Ich hoffe, ich kriege genug Saplings, damit ich noch Erde machen kann. Ich glaube, Äpfel kann ich auch kompostieren. Das könnten wir gleich mal ausprobieren. Weil die Saplings reichen nicht. Sieben habe ich. Sieben Saplings sind einer zu wenig. Beziehungsweise zwei eigentlich sogar. Eigentlich ist eigentlich ein Scheißwort, gell? Oder wie war das? Ja. Hier hatten wir, glaube ich. Hier hatten wir nicht. Ich dachte, ich hätte noch ein bisschen Kohle gemacht. Oh, ich weiß immer noch nicht genau. Also ich glaube, ich mache hier eine relativ große Plattform. Und dann gucken wir mal. Oh, hier muss ich ein bisschen aufpassen wegen dem Slab-Furnace. So, ein Quad brauchen wir wieder. Machen wir immer gleich zwei, weil das wird man immer brauchen. So, jetzt haben wir denn definitiv genug Saplings, um uns noch einen Erdblock machen zu können. Ich glaube, ich mache noch zwei größer mache ich noch. Ich weiß jetzt nicht, ob die Abstände so bleiben müssen. Das wird man jetzt einfach mal austesten. Wie gesagt, runde Form bauen. Minecraft schwierig bei eckigen Blöcken, aber nicht unmöglich. Ich glaube, das passt sogar so ziemlich gut. Aber hier habe ich zwei. Ah, hier ist ein Fehler. Der hier muss weg. So, ja, das passt auf jeden Fall. In der Zeit hoffe ich, wächst wieder ein Baum. Haha. Das, ja, so langsam kommen wir in den Bereich, in dem wir immer was zu tun haben, ja? Indem wir nicht 30 Minuten darauf warten müssen, dass ein Baum wächst. Ah, das ist immer der Fehler, den ich mache. Hab ihn erkannt. Muss immer aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Wow, alle drei Bäumchen gewachsen.
können wir auch schon relativ gefahrlos hier durch die Gegend laufen, weil einfach die Plattform eine gewisse Größe hat, dass man nicht gleich runterfallen. Wir machen hier einfach mal ruckzuck Weide. Also wir werden uns auf jeden Fall ein paar Erdblöcke machen können. Grassan müssten wir ja irgendwie auch bekommen. Boah, 23, das sind wieder vier Bäume. Ja, das sind drei Bäume, die ich, drei Erdblöcke, die ich eventuell kriegen kann. Wobei ich mir mal überlegen werde, ob ich mir jetzt gleich. Eine Plattform bauen für die Baumfarm. Könnte man nämlich auch machen. Das reicht leider nicht. Aber wir gucken mal, warte mal. Wir haben hier vier. Da liegt noch Holz. Oh, wir müssen auch mal. Oh, das erste Mal, dass wir was essen müssen. Ich hau mal alle Saplings da rein. Und guck mal, ob ich. Ja, mit Silkworms kriege ich da auch was gebacken. Aber da brauche ich natürlich deutlich mehr. Ist egal. Dann snacken wir mal zwei Äpfel. Drei Äpfel. Sehr gut. Und dann gucken wir mal, was wir aus dem Holz alles Schönes machen können. Wenig. Na, Chiseln. Aber die Chisel können wir uns. Können wir uns nicht leisten. Aber warte mal, warte mal. Wir haben hier noch. Warte mal, warte mal. Achievement Book. Da können wir nämlich Craft a Thief. Das haben wir eigentlich auch schon. Das haben wir auch schon. Use the Gorgon Investment to get Strings. Hammer, Hammer, Hammer. Alter, wir kommen hier voll voran. Crafter Hammer to turn. Das haben wir noch nicht. McClay, Craft and Cook a Crucible. Heat a Crucible. Build a Cobblestone Generator. Ja, das haben wir alles noch nicht. So, wir machen jetzt das Buch hier wieder weg. Ich weiß nicht, ob die Plattform ausreichend ist. Ich hab mir da was überlegt für die Monsterfalle. Wenn wir die hier reinbauen, dann passt das. Dann machen wir nämlich jetzt. Hier sind wir noch gar nicht fertig. Wieder ein Bäumchen, sehr schön.
So, jetzt müssen wir gerade mal gucken. Ja. Ja, so funktioniert das. Jetzt müssen wir uns nämlich langsam mal absichern. Also definitiv absichern. Nicht nur so ein bisschen. Nein! Och, was mache ich denn? So. Oh, und schon wieder zwei Bäume gewachsen. Ja, also wir müssen gucken, dass wir hier nicht runterfallen, und deshalb wäre vielleicht cooler gewesen, wenn wir das über noch eins nach außen gesetzt hätten. Aber das können wir ja dann noch machen. Ist ja keine Panik hier. Ja, war ja logisch. War ja logisch. Oh, was sagt die Uhr? 11 Minuten Hammer dran. Wir könnten uns mal eine Steinhacke machen. Steinaxt machen. Weil dafür reichen die Steinchen, ja. Kommen 3 Stück raus. Nein! Och, kack doch die Wand an! Ich wollte doch keine Spitzhacke. Ich wollte eine Holzaxt. Ach, fuck. So eine wollte ich. Habe ich mal wieder gut vorbei. Hast du gut gemacht, Varuna? Jetzt haben wir nicht mal genug Holz, glaube ich, um da hochzukommen. 6. Boah, doch, gerade so. Gerade so. Viel mehr Holz hätte es nicht brauchen dürfen. Boah, ich bin schon so happy, dass ich hier jetzt einfach mal ein bisschen arbeiten kann, ohne dauernd Angst haben müssen, runterzufallen. Also ganz aus der Welt zu fallen. Außerdem haben wir hier schon geschlafen, ja. Das heißt, wir haben hier einen Spawnpunkt. Außerdem kriegen wir gerade ziemlich gut alles zusammen, was wir brauchen. Und natürlich wäre es jetzt nur ein bisschen cooler, wenn wir irgendwie Eisen kriegen könnten, damit wir uns eine Schere machen können. Dann können wir nämlich das ganze Laub. Oh. Dann können wir nämlich das ganze Laub einfach abschneiden. Und das direkt in den Kompost tun. Aber es funktioniert so ja auch gut. Wir haben ja schon wieder einen Baum hier wachsen. Schon wieder einen Baum, Punkt. Ich bin trotzdem noch ein bisschen vorsichtig. Aber es läuft alles super, klar. Thank you.
packen wir jetzt mal das Holz ab. Lass sie hier mal bis zum Ende stehen. Uns jetzt noch klein und dann war's das für die Folge. Ja, es macht einfach Laune gerade wieder, ja. Ich muss ja, ihr habt's ja gesehen an meinen Let's Plays, ja. Ich hatte jetzt glaube ich wieder einen Monat Pause oder so, in der ich einfach auch keine Lust hatte, irgendwie Minecraft zu zocken oder sonst irgendwelche Let's Plays zu machen. Aber jetzt gerade, muss ich echt sagen, habe ich wieder so Bock. So, und deshalb ist auch der Spaß zurückgekehrt einfach irgendwo. Und das merkt man, denke ich, auch. Nein! Was ist denn da passiert? Oh, da fehlen auch noch. Da fehlt noch Holz. So, jetzt passt's. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich werde ich den Zaun hier am Ende nochmal wegreißen, weil ich den wahrscheinlich ein bisschen anders gestalten möchte. Aber das wird erst in der nächsten Folge, wenn überhaupt, passieren. Vielleicht brauche ich dafür auch noch länger, weil ich habe da eine Vorstellung. Reicht nicht. Und wenn die Vorstellung hinhaut, dann sieht es, denke ich, ganz cool aus. So, die Umrandung passt. Der Bäumchen wächst auch schon wieder. Alles nach Plan gerade. Das ist einfach mal so, wie es sein soll. Da das nächste Bäumchen gewachsen, wenn ich mich nicht irre. Bäumchen. Das sagte ich Bäumchen, das ist ja ein Megabaum. Boah, kann man hier. Warte, eins muss ich noch gucken und dann beende ich die Folge. Kann ich hier einen Harvester bauen? Ja, das ist geil. Das ist gut. Ja, das freut mich, weil dann kann ich mir irgendwann die ganze Baumhackerei ersparen. Das war es aber jetzt für die heutige Folge von Minecraft Skyblock. Nein, Quatsch. Ist ein Skyblock, aber ein Sky Factory. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.